Es geht weiter mit Let's Play Sasuke 2, ich bin es euer MC-Muffix und es ist Zeit, Rache zu nehmen. Dort ist Vieri di Pazzi und wir werden dieses Schwein hier nun bezahlen lassen. Er ist einer der Männer, die dafür verantwortlich sind, dass unser Vater gestorben ist und unsere Geschwister. Deswegen gibt es nur eins, was wir machen können. Und zwar Rache nehmen. Komm her. Nun gut, wir haben ja beim letzten Mal uns hier in die Stadt reinbewegt. Und ihr seht, wir metzeln uns hier gut nieder. Zack. Und dazu haben wir noch eine seltsame seltsame Kompagnons hier gesehen. Und zwar scheinbar Verbündete von Vieri, die ebenfalls von dem Mord an unserem Vater wussten. Und es war einer der Männer, die bei Ori hier waren, als unser Vater hier, ja, als wir ihm die Botschaft hier gegeben haben, was mit den Verschwörern passiert. So. Es ist Zeit, die Sache zu beenden, oder? Greifst du mir jetzt an? Also, ich dachte, du wärst jetzt Vieri. So. Alle sind tot. Die Söldner. Die Gegner. Alle außer wir und Marco. Nun gut, die wichtigsten haben überlebt, würde ich mal sagen. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie wie Eddie. Wo ist er denn? Läuft der weg von mir? So, Battle geht weiter. So. Du schaffst es schon, Marco, oder? Dann stimmen wir hier nach oben auf die Mauer in der Hoffnung, dass er da ist. Komm, komm, komm. Vielleicht habe ich ihn doch schon getötet. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, der ist da oben. So. Da ist er. Da ist er. Zeit, es zu beenden. Vieri! Dein Tod wird schnell kommen. Das wollte ich. Das ist jetzt leider nicht so bei dir, denn dein Tod wird qualvoll sein. Wenn wir ein paar zu viele, Mann. Töne ihn, er liegt am Boden, Mann. Jetzt schmeiß ihn fix da gescheit rüber. Bist echt schlecht. Alter, dafür, dass du so cool bist. Alter, hier. Entschuldigung, Ezio. Kämpfst du echt schlecht. Also, nur das ist eine Sache zwischen dir und mir. Aber bald wird es nur noch eine Sache zwischen mir und deiner Leiche sein. Also komm, beenden wir's. Auf Wiedersehen, Vieri. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio! Ein wenig Respekt! Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück.
Also, unsere erste Schlacht war erfolgreich. Doch ein richtiger Sieg ist es nicht. Denn auch wenn wir hier einen eliminiert haben, ihr seht, die Schlange hat viele Köpfe. Das muss ich mir hier blöd schauen. Und zwar Datenbank. Letzte Einträge. Ihr habt nämlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, wo ich hier nachschauen kann. Ah, hier Dokumente, glaube ich. Briefe. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte und zum Tode verurteilte. Die Geschichte wird dies alles als bloße Politik und Gier abtun. Wisse, dass es kein Hass war, der meine Hand führte, sondern Angst. Als die Medici uns alles geraubt hatten, spürte ich Angst. Angst um dich, um unseren Sohn, um die Zukunft. Welche Hoffnung bietet diese Welt einem Mann ohne Möglichkeiten? Sie boten mir Geld, Land und Titel als Lohn für meine Mitarbeit. Und so kam es, dass ich meinen engsten Freund verriet. Wie unaussprechlich diese Tat auch sein mag, in dem Moment schien sie nötig. Und noch jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich keinen anderen Weg. Signor Pacci, ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Und hier ist er, Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder? Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat, Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab.
Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Die vier philosophischen Kodexseiten sammeln. Okay, also. Einmal diese Briefe. Ich muss echt sagen, zu meiner Schande, ich habe mir die nie angehört, Mann. Das war jetzt sehr interessant, was wir hier gehört haben. Bitte traurig, ich habe jetzt immer noch nicht richtig viel Mitleid mit Vieri, war trotzdem ein Penner, aber auch wenn er hier Aufmerksamkeit von seinem Vater unbedingt gebraucht hat, das ist kein Grund, dass er unsere Familie deswegen umbringt. Trotzdem, interessant. Die anderen Briefe müssen wir uns eigentlich auch nochmal anhören. Müssen wir unbedingt jetzt machen, weil, wie gesagt, bei all dem Ding, dass ich Assassin's Creed 2 so oft schon gespielt habe, ich habe das leider mir noch nie angehört. Wieso auch immer. Ich weiß noch, Mass Effect oder so, da habe ich mir im Codex mir da durchgelesen und ohne Ende habe ich hier. Weiß nicht. So. Hey, ich lebe schon mehr als 5 Minuten. Also ein wenig mehr. So, Kiste Nummer 2. Und dann geht's weiter. Naja, zumindest wachsen langsam unsere Verbündeten. Aber ihr seht im Endeffekt der Superbösewicht, die Borgias. Stecken hier dahinter. Oh, schon nein, das ist aber, da müssen wir außerhalb der Stadt, da will ich ja gar nicht hin. So, stört es da keinen, dass da immer so seltsame Kisten hier rumstehen, die funkeln? Also, mir ist es ja wurscht, ich meine, ist ja gut, sonst hätten wir die jetzt verloren. Sonst hätten wir jetzt das Pech und hätten ja nicht Zugriff auf die, aber trotzdem. Oh, Leute, meine Lieblingsdinger. Whee! Wieso gibt's die nicht an jeder Ecke in jedem verkackten Assassin's Creed Spiel? So leicht, Mann, macht gleich das Spiel 1 Milliarde Mal dynamisch. Also zumindest spannender ist, eine halbe Stunde irgendeine Wand hochzuklettern, aber nun gut. So, man sieht auch, ihr seht auch, man kann ja keine Verbrechen begehen. Das sind ja unsere Bros, Mann, das sind alles Assassinen oder zukünftige Assassinen. Denen dürfen wir natürlich nichts tun. So, weil ich faul bin, nehme ich natürlich jetzt hier mein Pferd hier. Pferd! Weggehen! Reiten! So, ach, gut. Holen wir uns noch den letzten Punkt. Der war ja irgendwo. Yeah. Da. Komm. Habe jetzt die Erinnerung abgebrochen, ich hoffe mal nicht. So, bei meinem wilden Klicke da durch das Inventar. Boah, schau dir an, wie schnell der Kakao ist. Und da rast er. Irgendwie. Das richtige Gefühl von Geschwindigkeit hat man da nicht. Also, dass man Zelda Breath of the Wild irgendwie ein bisschen schneller unterwegs.
Sehr, schau ich das an, die billigste Bauernwohnung aller Zeiten. Und was steht dahinter? Eine funkelnde Kiste. So, ich nehme ein weißes Pferd. Wenn sie 4 Viertelstunden Kurzzeiten erhöht sich ihre maximale Gesundheit? Ich glaube schon. Abgang des Sohnes. Wie hoch ist die Chance, dass ich da hochklettern kann? Gering? Schwindend gering? Komm schon, du bist ein Meisterkletterer. Er versucht es nicht mal. Du bist ein Waschlappen. Naja, übrigens die Verbindung hier zur Altair ist natürlich sehr cool. So wie sei gesagt, ich meine, ich hoffe, ihr wisst es schon. Altair wird natürlich auch in den kommenden Assassin's Creed noch eine Rolle spielen. Aber genau das ist das, was man auch ein bisschen in neuen Assassin's Creeds nämlich immer ein bisschen vermisst. Nämlich den Bezug auf die alten Helden, auf die alten Größen und Altair, der Protagonist aus dem ersten Teil. Ja, ich meine, es ist eigentlich wichtig, dass er eine Rolle spielt, weil ganz ernsthaft, das war der große Assassine, der hier den Tempelorden hier geschadet hat und dann den Assassinen-Chef-Boss hier eliminiert hat und den Edensplitter in seiner Macht hatte. Also, mächtig ohne Ende. Wäre schlimm, wenn der keine Rolle spielt. Absetzen. So. Also, klettern wir nach oben. Und schauen hier mal im Waffenshop da. Ach, stimmt ja. Ja, ja, genau. Rüstung geht ja nämlich kaputt. Das habe ich vergessen. Da gibt es ja... Das ist etwas, auf was ich verzichten kann, ein Feature. Na, das hat eins mehr Schutz. Das ist mir doch wurscht. Ein Schutz mehr brauche ich nicht. Ich will lieber coole Techniken kennenlernen. Ezio, schön euch zu sehen. Bereit für ein bisschen Training? Bring mir coole Sachen bei, du Sepp. Nein, bitte Aktion. Distanzwaffen. Lange Waffen. Zweihändige Waffen. Oh, lange Waffen. Oh, 10.000. Gut ja. Gespielt, mein Freund. Was hier gut gespielt, Mann. 10.000 bis wir ausnehmen, Mann. Ich dachte, wir arbeiten hier auf dasselbe zu. Oh nein, Leute. Ja, jetzt kommt das. Jetzt kommt das, wo wir unser Geld raushauen werden. Unser gut verdientes Geld geht nämlich hier, wie gesagt, für die Stadt aus. Das habe ich schon mal gesagt. Und jetzt werdet ihr auch erfahren, wieso. Aber davor? Warte mal, was ist denn? Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig.
Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Also, wie gesagt, das ist der, ja, das ist der Punkt, wo man am meisten Geld ausgibt. Und hier können wir Sachen investieren. Und ja, es tut mir schon in der Seele weh, so wie ihr seht, es ist alles so teuer. Aber wir werden den Schmied natürlich upgraden. Die Renovierung steigert den Wert der Stadt. Genau. Wir haben ja 10.000, haben wir alles raus. Handwerker. So, ach, das war... Habe ich jetzt zwei Upgrades gleich in einem gemacht. Das ist aber schön. So, aber man kriegt 10% Rabatt. Das ist etwas, dann tun wir uns noch die Bank upgraden. Oder, die Bank. Genau. Und dann haben wir nur noch 2000. Oh, fürs Bordell langt es leider nicht mehr. Das ist natürlich doof. Irgendwas für 2000, irgendwas Cooles. Das brauchen wir nicht. Nö. Oh. Ah! Nicht den Schneider. Nein, nicht den Schneider, den Arzt. Können wir uns auch nicht leisten. Na gut, dann haben wir zumindest hier ein bisschen was reingebuttert. 6750. So, wie wert ist die Stadt? Wie gesagt, das ist der Punkt, wo wir unser ganzes Geld verlieren werden. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ah, ich würde mich mit dir unterhalten, aber nun gut. So, 5% haben wir schon vollendet. Das ist schon mal sehr gut. Also Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed 2. Und dann schauen wir mal, wie unser Rachefeldzug weitergeht. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.